herzlich willkommen zur zweiten ersten Runde World of Tanks hier auf dem Trolles und Tour Channel. Mein Name ist Grutor, wie immer, oder mein Nick besser gesagt. Wir fahren heute mit dem Perzel und dem Vinny. Das bin ich. Und dem Perzel. Das könnte ich sein, nur ich... Genau. Geht nirgends. Wir fahren auf Steppen. Ich habe hier einen wunderschönen T-44. Und meine Kollegen haben ein T-34, da hinten ist er, und den anderen T-44. Ja, wir müssen den gegnerischen Punkt erobern. Ich denke, wir fahren über die Nullerlinie, oder? Was meint ihr? Ja. Das ist ein total toller Plan. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, dass du mich bitte nicht Kollege nennst. Okay. Danke. Kamerad, Kommilitone. Und Herr Gebener. Lakai. So, schauen wir mal, was bei rauskommt. Scheinbar sind auch die Frame-Einbrüche weg. Aber wir werden sehen. Ich kann nicht sagen, was bei rauskommt. Drei kaputte Panzer, mindestens. Ja. So, ob die Ego-Perspektive im Let's Play besser kommt als die Third Person? Glaub nicht, da fehlt trotzdem die Übersicht. Ja, dafür gibt's ja unten Moin. Rechts die Map. Und da haben wir den guten Toko. Flugzeug oder Traktor? Gastkommentator für heute. Ja, ich wink da schon. Flugzeug oder Tank hier? Wir fahren gerade Tank. Lecker. Und wir sind leider schon drei. Nein, ich frag ja, was ist denn besser? Rasch ein paar Tokens abfliegen, oder? Wenn du es heute nicht gemacht hast, mach das heute, ja. So, ich hab schon mal die ersten. Fuck. Heavies. Au. Ich hab den E3 gerade auf 400 Meter aus der Fahrt. Und er ist gut heute nicht, André. Da besteht er drauf. Ja, das macht er. Lässt sich eh nicht verändern, also. Eben, ich sag seit 100 Jahren zu ihm, André. Da fange ich jetzt nicht an, was anderes zu sagen. So, der ist. Ja, zumal der in manchen Spielen nicht mehr Grutor heißt. Da heißt er so komische Sachen wie Oberst Grutor. Ja. Ja, Grutor war schon vergeben. Warum auch immer. Ja. Und ich sag mal, solange er nicht Dirt und Warbeck heißt. Genau, und außerdem wollte ich hier nicht den Team machen und hier überall X vorne hinter meinem Namen oder so. Vor allem, er ist ja auch Vinnys Verwandtschaft. Richtig. Mütterlicherseits. Ihr stellt ins Internet, komm, sag auch noch die Adresse. Eben. Nein, hallo! CIA. Langsam muss ich ausschneiden. Die Stellen die werden. NSA, nicht die CIA. Die betreffenden Stellen werden optisch schwarz gefärbt. Genau, Atombombe. Aber ich glaube, Toko hat das immer noch nicht gepeilt, oder? Was? Nö. Nö, ist okay. Der ich will auch nur Flugzeug Toko. Fliegen. Hallo? Toko, klitzekleiner Hinweis, ne? André hat gerade Freps laufen, damit wir alle im Internet bekannt werden. Und du erzählst hier so eine Scheiße. Ich will eigentlich abgeschnitten werden mit diesen Aufnahmen. Ey, was kann ich dafür? Dass eure Eltern Geschwister sind. Naja, mütterlicherseits. Ich meine, das Bescheuerte ist, er hat ja sogar teilweise recht. Ja, also nicht eure eigenen Eltern, aber eure Eltern. Schon klar. Au, ja. Ja, die schießt die AT immer auf mich. Teilweise. So, für die erste Aufnahme stelle ich mich echt beschissen an gerade. Perzel? Ja, frag mal. Da war der erste besser. Bei den Flugzeugen gibt es 30% mehr Krediteinnahmen bis Level 4, ne? Los, schnell den Arm, kriegen wir noch einen. Du hast aber drei erste Siege des Tages. 8% hat er noch. Ja. Ah. Ach, ich muss drei machen. Hätte! Entschuldigung. Braucht ihr Hilfe? Unwesentlich. Petzl, töte ihn. Mach mal den T32 fertig. Na, auf dich ist Fellers, Petzl. Ich hab ihn getroffen. Ich glaube, eure Replays werde ich mir nicht angucken. Nein, besser ist das. Also dieses auf alle Fälle nicht. Ah, übrigens, der T32 hat nicht den dicken Turm. Da könnt ihr durchschießen durch die Wände. Na gut, André, wenn das ewig gesendet wird, sag ich mal, dann werde ich jetzt auch nicht mein extra vorbereitetes Werk in den TS-Plan. Doch, der wird gesendet. Warum sollte das nicht gesendet werden? Wir haben nichts zu verheimlichen, NSA. Hörst du? So. Ein weniger. Apropos, wir haben nichts zu verheimlichen, NSA. Hast du das von dem holländischen Journalisten gelesen, gehört, gesehen? Holländischer Journalist, erzählt. Der hat im NSA-Hauptquartier. Ich habe gestern leider aus Versehen eine wichtige E-Mail gelöscht, da sie die ja mitschneiden. Ah, ja. Sie mir die bitte nochmal zuschicken. Ich fand's ganz lustig eigentlich. Ich überraschenderweise nicht.
Ich hatte irgendwo gelesen, dass jemand von der... wie war das? Von der britischen Regierung, ich glaube bei der New York Times war das, angerufen hat, er möge doch bitte die Daten von Snowden löschen. Fand ich auch nicht schlecht. Okay. Mhm. Also bei, von Guardian kannte man das ja, ne, dass die Engländer da ein bisschen drauf sind, aber New York Times ist auch ein bisschen lächerlich, die Aktion irgendwie. Also nicht nur ein bisschen. Jo. Oh mein Gott. Ich köder ihn? Ich werde das auf alle Fälle nicht machen. Du bist verglichen, der mit brauchst du nicht. Lass dir noch eine Sekunde Zeit, der E75 ist gleich da. Hab mich abgeschossen. Ja, mit 91% da kann er vorfahren. Eben, mal davon ab, dass der E75 aber wahrscheinlich gleich vom T28 auf die Seite kriegt. Ja, ja, genau, gut bei uns. Ja, der mit Mac ist auch da. Jetzt hat er so, ich kann hochfahren, er hat geschossen. Eben. Attacke, 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 Attacke. Der war gut. Das Ding, Sam. Der war auch nicht schlecht. Wieso muss ich eigentlich tot sein? Ich finde schwierig, ist doch einfach ganzen Heavys tanken. Ihr könnt dann übrigens in die Kommentare schreiben, wie beschissen ich auf die nicht vorhandenen Nukespots geschossen habe, ne? Das können wir auch einfach erwähnen. Okay. Wieso? Denkst du wirklich, ich guck mir den Scheiß nochmal an? Ja, weil du nicht mitgespielt hast, kann es nicht so schlecht sein. Doko, jeder von uns wird gezwungen, das mindestens einmal anzuklicken. Einmal, zehnmal, hundertmal. Und Toko, falls du nicht weißt, was ihr auf dem Clan-Treffen macht, ne? Genau. Die Videos wir klicken nur die YouTube-Videos an. Nein, die werden pantomimisch nachgestellt. What, möchte zugeben, ich bin verdammt traurig, dass ich nicht kommen kann. Doch nicht. Arsch. Das Event des Jahrtausends und du kannst knapp nicht kommen. Zwei Wochen inzwischen schon gesagt. Sollen wir deinem Chef ein Dankeschreiben schicken? Ja, wäre eine Maßnahme. Bin ja so froh, endlich Mudern kennenzulernen. Das sagt er jetzt noch. Ja. Doch hat Mannheim genug Bier. Wenn Mudern dich erstmal unter den Tisch gesoffen hat, sieht die Sache gleich wieder anders aus. Nein, fuck. Ich hätte auf Glück schießen sollen. Ja. Das schon so, sehen wir uns mal die Statistik an. Auch das wird so schlimm. Naja, ein bisschen 1700 dreifach, ich bin so stolz auf mich. Ui, der Prototyp wäre erstaunlich gut. Auf sind wir XP-mäßig ein bisschen weiter über Winnie, das kann also nicht so schlecht gewesen oder so gut gewesen sein. Gut, Perze ist ein bisschen weiter vorne. Hat fast 1000 XP, aber nur fast. 1611, unser guter Perzel hat den Sniper mit 1110 abgeholt. Das sehen die Leute, das muss ich nicht vorlesen. Okay. Weil das ist doch ein Stummfilm, das ist auch bescheuert. Und der 6-Jährige guckt mich jetzt wahrscheinlich nicht an. Okay, oh, Mensch. Möge ich bezweifeln. Richtig. Warum musste ich die ganzen Tech-9er und so tanken? Wo waren unsere Heavys, um das zu machen? Hm? Eben, immer die gleiche Scheiße. Dreifach XP. Wo hast du Heavys gesehen? Und damit verabschieden wir uns kotzenderweise in den Feierabend. Gute Nacht.